Willkommen zu einem neuen Video, heute mal wieder PC zusammenbauen. Ich werde es wahrscheinlich Tag 1 nennen, obwohl ich heute noch nichts zusammenbauen werde. Auf jeden Fall haben wir immer noch nicht alle Teile. PC Ostschweiz ist eine Woche im Verzug, sie haben oder sollten es heute versendet haben. Und ich hoffe, dass es morgen oder spätestens am Mittwoch, also übermorgen kommt, damit ich dann endlich anfangen kann zu zusammenbauen. Ich will das unbedingt machen. Ich habe noch ein paar Spiele da aufgestellt, Hashtag LP-Gefahr, sage ich einfach nur. Black Ops 2 natürlich, so, ihr seht das ganz schlecht. Black Ops 2 wegen dem Gegengewicht, tut mir leid. Need for Speed, Most Wanted, eigentlich das beste Need for Speed ever, Leute. Also wenn ihr irgendwie noch eine Chance habt, euch das zu holen, am besten mit Box in Originalverpackung. Ich habe es auf Amazon noch gefunden. Von Amazon geliefert. Oh Leute, ich war so dankbar, dass ich das noch gefunden habe und ich musste mir sehen, wie ich glaube, wie teuer war das? Irgendwie 16, 17 Euro? Also eben, das ist jetzt auch nicht mehr teuer. Holt es euch, wirklich. Das ist eigentlich das beste Rennspiel ever. Also bis jetzt auf jeden Fall. Need for Speed sollte ja im Herbst oder im Winter irgendwie dann herum. Dieses Jahr sollten sie ja so ein Revival herausbringen. Also 20 Jahre Need for Speed, das ist vor 10 Jahren herausgekommen, also genau in der Mitte. Und ja, man kann wirklich sagen, genau vor 10 Jahren hatten sie ihren Höhepunkt und vor 20 begannen sie. Also es wäre so wirklich noch ein schönen Graph sozusagen. Dann noch Just Cause 1 und 2, das hatte ich einfach im Double Pack, das war glaube ich auch sehr günstig, auch auf Amazon. Ich habe glaube ich meine Computerspiele alle da, die ihr da seht, auf Amazon gekauft, da Amazon einfach sehr, sehr günstig ist. Und Just Cause 2 natürlich ein sehr schönes Spiel, auch sehr schöne Grafik und ich freue mich enorm auf Just Cause 3. Just Cause 3 und Black Ops 3 sind eigentlich so meine Spiele, die ich noch holen will. Das Problem ist einfach, ich habe nur noch etwa bis Herbst Zeit und wenn da im Winter, sage ich mal, im Winter habe ich da einfach nicht mehr so Zeit zum Zocken, da ich dann im Militär bin und dann nachher gehe ich dann wahrscheinlich auf Spanien, aber ich will da noch nicht zu viel spoilern, also nach dem Militär. Und dann das habt ihr gesehen, die Grafikkarte, die ist immer noch die gleiche, Superclocked natürlich. Und dann zum Keyboard, das wurde ja mal richtig gehatet. Eventuell werde ich mir noch ein mechanisches Keyboard holen. Das Problem ist halt, da müsst ihr einfach 100 Franken rechnen. Und ja, für ein Keyboard ist es doch sehr streng, um das herunterdrücken. Klar, ich hätte die 100 Franken locker übrig, aber es ist halt immer, ich finde halt immer, wenn ihr da 100 Franken ausgibt, ist es wirklich wert, ist es nicht wert und, für den Anfang finde ich halt, muss man auch noch nicht das Cash aus dem Fenster schmeißen, so gut wie es geht. Ich meine, das Zeug wird eh nur billiger. Vor allem Elektronik, da ja jedes Jahr eigentlich etwas Neues wieder rauskommt. Und so weiter. Dann GTA 5 habe ich, glaube ich, noch nichts gesagt. GTA 5 ist natürlich auch ein Klassiker. Leute, denkt euch mal, wie viele DVDs da drin sind. Wie viel habt ihr das Gefühl? Ich gebe euch jetzt ein bisschen Zeit zum Überlegen. Ist natürlich ein großes Spiel, gute Grafik. Leute, so 7 DVDs. Ich habe mir gedacht, so, what the fuck? Ich wusste, dass es viele sind. Ich dachte, es wären so 3, 4 vielleicht. Aber Leute, 7. 7 DVDs. Da habe ich mir gedacht, zum Glück habe ich das jetzt nicht irgendwie auf G2A geholt und einen Code bekommen, weil das zum Herunterladen, die ungefähr 55 GB, ist doch sehr mühsam. Klar, ich habe nicht die langsamste Verbindung, aber es ist natürlich geht angenehmer, wenn ich es mit der CD machen kann. Ja, das wäre zum Update. Eben, wie gesagt, wenn eine neue Tastatur durchkommt, dann den mechanischen Bildschirm werde ich höchstens irgendwie mal frühestens im Winter ersetzen. Ich denke nicht, dass ich da den auch schon ersetzen muss. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist halt, dass es nur in Anführungszeichen 60 FPS anzeigt. Aber eben, ich meine, der Bildschirm ist nicht alt in dem Sinne und ich freue mich auf jeden Fall. Ah genau, was ich noch vergessen habe, lol, das Video ist geprägt von Vergessensein. Das Dell-Laufwerk, das ist eins von Dell, da habe ich glaube ich doch 40, 50 Franken gezahlt.
bezahlt. Ist ein bisschen zu teuer, meiner Meinung nach, aber sieht natürlich auch sehr schön aus. Es ist ein sehr minimalistisches Design, wenn ihr das seht. Eigentlich habe ich dann nur einen Knopf hier und zwar zum die CD auswerfen. Aber mir gefällt das eben, darum habe ich auch kein internes gekauft, da ich ja schon ein externes habe. Und ja, auf jeden Fall, ich hoffe, euch hat es gefallen, dieses Video, und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss, Leute!